das Fernweh immer größer, bis es nicht zu halten ist. Lass dich von Gefühlen leiten. Ohne Flugzeug, ohne Stress. Habt ihr gut gemacht. Wir hatten 116 traumhafte Tage. Lass dich einfach mit uns treiben. Ein Highlight jagte das nächste. Puerto Madryn mit den Pinguinen. Der schönste Ausflug. Es war mega beeindruckend. Osterinsel, Pitcairn, Bora Bora war ganz, ganz toll. Ich war die Südsee das Beste. Auckland, das war für mich auch so. Die Tränen runtergekommen. Sydney einlaufen und Singapur, Kuala Lumpur. Valletta, ja. Valletta ist eine wunderschöne Stadt. Wir legen ab auf große Reise, vergessen die Sorgen Stück für Stück. Die Welt hinter uns wird immer kleiner. Volle Fahrt Richtung Horizont ins Glück. Die Crew, die hat sich um uns bemüht. Also es war einzigartig und wir werden bestimmt bald wieder fahren. Es ist so gewesen, wie Sie es vorgestellt haben. Ach, schöner. Viel schöner. Und wärmer. Es war wirklich entspannt. Das war einfach so dieses, wir sind immer wieder nach Hause gekommen. Das heißt, wir haben jeden Tag eigentlich was anderes gesehen und sind aber immer auch für die Kinder, das war eigentlich so schön, in das gewohnte Umfeld zurückgekehrt. Also das hätten wir bei einer Flugreise nicht gehabt. Wir sind jetzt ganz schnell vom Schiff runter, weil das war so. Wir haben hier so viele Leute lieb gewonnen. Ich denke, wir werden unser Leben lang von diesem Traum zehren und uns zurückerinnern. Also es ist die Reise unseres Lebens.